Ahoi, liebe wahnsinnigen Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr glaubt gar nicht, was wir jetzt tun. Ja, wir haben was entdeckt auf der Messe. Ein Wohnwagen, der normalerweise meistens auf Campingplätzen feststeht, aber es ist ein Wohnwagen, haben wir normalerweise keine Ahnung von. Und trotzdem zeigen wir ihn euch, weil wir ihn richtig cool finden. Und zwar, wann geht's los? Nach dem Intro. Ja, seht es mir etwas nach. Ich kenne mich natürlich mit Wohnwagen nicht extrem gut aus. Wir schauen uns jetzt hier den Estella 704 HP an. Und ja, der hat uns begeistert mit diesen riesen Flügeltüren, wie so eine Terrasse. Und das Ganze zweimal, das fanden wir echt geil. Haben uns das Fahrzeug mal angeguckt und ja, schwupp, da sind wir. Wir haben hier nämlich überall echt ganz schön viel Panorama, Fenster und so weiter. Also der macht so einen hellen und super Eindruck. Ja, technisch, wie gesagt, kenne ich mich nicht ganz so damit aus. Das heißt, ich muss euch das so ein bisschen versuchen hier zu zeigen. Das möchte ich euch trotzdem nicht vorenthalten, das Fahrzeug. Wir haben also eine Menge Staumöglichkeiten. Ob das jetzt normal ist beim Wohnwagen, das kann ich gerade nicht so genau sagen. Denn, wie gesagt, ist nicht so ganz unseres normalerweise, also wirklich ganz, ganz viele Staumöglichkeiten. Dann haben wir hier auch natürlich einen Backofen von Tedford, der darf nicht fehlen. Darunter haben wir die Möglichkeit, vielleicht nochmal was unterzupacken, aber ansonsten ist natürlich der Frostwächter von Truma hier drin. Ja, ein Kühlschrank, der zu beiden Seiten aufgeht von Dometic, ein Absorber, der aber auch gleichzeitig ein großes Eisfach hat, um natürlich eure Kühlgut da dementsprechend auch hier zu haben. Ja, dann habt ihr oberhalb noch eine Mikrowelle. Die darf man natürlich auch nicht vergessen. Und eine Dunstabzugshaube habe ich auch selten gesehen. Ja, eine coole Sache auf jeden Fall. Dann schauen wir uns nochmal die Liegefläche bzw. die Couchfläche an. Das ist hier natürlich eine Hammer-Sache. Und auch hier drüber gibt es noch Staumöglichkeiten. Ja, ich mache das jetzt einfach so mit euch einfach mal auf. Wir schauen einmal kurz rein. Aber die sind sehr, sehr tief. Also da habt ihr auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten, das abzulegen. Dann auf der linken Seite einmal die Möglichkeit, viele Gläser dort auf der Seite zu positionieren. Der Fernseher würde da hinkommen. Und wir haben natürlich hier auch noch eine Möglichkeit, ein Riesenfach zu nutzen oberhalb dieses Fernsehers. So, dann haben wir den Badbereich, ne? Der Badbereich ist mal besonders, würde ich sagen. Einmal eine Riesendusche auf der linken Seite. Sieht schon echt cool aus. Dann haben wir auf der rechten Seite eine Tür. Die Tür führt in das riesige Toilettenbereich mit Spiegel und allem drum und dran. Hier wird sich auch das Waschbecken verbürgen. Das geht hier nämlich auf. Dort geht das Ganze dann nach hinten und ihr habt hier unter noch ein großes Schränkchen, wo auch noch ein kleiner Spiegel drin ist. Auch Handtücher dürfen natürlich nicht fehlen, wisst ihr, die können hier überall aufgepackt werden. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze zuzumachen, und zwar einmal zum Schlafbereich, als aber auch zum Wohnzimmerbereich hier vorne. Also ihr seht schon, das ist schon eine coole Sache, das abzutrennen, und dementsprechend den Heckbereich, wo das Schlafzimmer ist, dort freizuhalten. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist ein Riesenbett, also Hammer, wirklich. Richtig, richtig schön mit Nachttischfunktion hier. Dort unten nochmal Ablagemöglichkeiten, hier oben Ablagemöglichkeiten. Und auch hier, ihr seht, wir haben hier die Alde verbaut, auch wenn vorne am Anfang der Frostwächter von Truma da ist, aber der wird wahrscheinlich genau genommen dafür, weil er halt das Wasser ablassen muss. Und ansonsten wird halt hier die die Alde verbaut. Damit habt ihr halt auch ein Warmwasserkreislaufsystem für
eure Heizung. Vergessen darf ich nicht, es gibt hier auch eine Truma Klimaanlage und dort hinten oberhalb habt ihr noch viel Ablagemöglichkeiten, genauso wie hier vor diesen kleinen Panoramafenstern, also klein, ja, soll man das klein nennen? Nein, es ist nicht klein, es ist riesig, also ist schon der Hammer. Ja, ich trete mal wieder raus aus dem Wohnwagen und ihr seht, wo bin ich gelandet? Ich bin hier hinten auf der hinteren Seite mit wieder terrassentürartigen Eingang in den Schlafbereich. Ja, einmal nochmal von der Seite vorne und von der Seite hinten will ich euch den natürlich auch nicht vorenthalten. Ihr seht schon, ein riesiges Teil. Ja, es hat uns einfach gleich gedacht, wow, ist mein ganz anderer Wohnwagen, der ist riesig. Und von hinten sieht er so aus. LED-Technik von den Leuchten, klar, logisch. Das nenne ich mal ein Fahrzeug, ein Wohnwagen. Es ist nicht absolut neu, den gibt es schon eine Weile, aber für uns zum ersten Mal, dass wir überhaupt hier drin sitzen. Und der es ja auch auf uns aufmerksam gemacht hat. Ihr wisst, wir sind nicht ganz so Wohnwagen erprobt und nicht ganz so Wohnwagen-Experten. Wie gesagt, seht es uns ein bisschen nach, wenn ich vielleicht was vergessen habe oder es ein bisschen anders sehe, wie man es normalerweise sehen würde als Wohnwagenfahrer. Genau, wenn ihr Wohnwagen-Spezialisten sucht, da sucht ihr einfach die Vagabunden-Camper. Stefan und Sabine, die haben definitiv mehr Ahnung als wir. So wie das Fahrzeug jetzt hier steht, mit allen den Zubehör, was es da so gibt. Das ist eine Menge. Liegt er bei knappen 79.000 Euro. Das ist für einen Wohnwagen natürlich absolutes Luxussegment. Aber das muss man sagen, mit einem WC und mit einem extra Dusche. Also wenn man als auch ein riesen Bereich, also Raumbad, kann man ja schon sagen. Genau, als auch ist ja was ganz Besonderes. Schlafbereich und ein Küchenbereich ist das schon mega groß und natürlich ist das klar, dass das auch ein bisschen Geld kostet. Jo. Ja, das soll es jetzt aber gewesen sein. Wir hoffen, dieses Fahrzeug hat euch gefallen und falls ihr Besitzer von so einem Fahrzeug seid, sagt mal Bescheid, wo der steht. Wir würden gerne eine Nacht drin schlafen. Ist genau. Schon ein cooles Teil. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder. Ihr seht, das Licht geht aus. Also wir müssen Schluss machen. Genau. Auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.